Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum Adventskalender. Wir machen hier natürlich direkt weiter. Nikolaus ist jetzt rum. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir irgendwie an Qualität nachlassen wollen. Wir werden hier schön und straight weitermachen und ihr werdet auch noch weitere SNES-Classic-Movie zu Gesicht bekommen. In diesem Sinne, viel Spaß damit! Super Castlevania 4. Ja, liebe Freunde, wir spielen jetzt Super Castlevania 4. Gucken einmal eben kurz in die Option hinein. Dort ist alles in Ordnung. Wir machen allerdings mal das Item auf X. Und dann können wir auch, denke ich mal, direkt ins Spiel starten. Ja, damals ziemlich schwer gewesen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer der Hauptcharakter hier ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag jetzt einfach mal eben, dass das Trevor ist. Ist halt einer der Hauptcharaktere vom Belmont Clan. Und da sehen wir schon unseren Helden, wie er auf die Zugbrücke des Schlosses Dracula zugeht. Und wir können auch direkt beginnen. Da haben wir schon mal ein Peitschen-Power-Up. Ein Herz. Die Herzen sind dazu da, für die, die es nicht wissen, um beispielsweise die Sekundärwaffen zu benutzen. Hier das Messer zum Beispiel. Das Wurfmesser. Und die großen Herzen geben einem dann mehr Power-Ups dazu. Oh mein Gott! Ich will da nicht rein! Nein! Niemals! Hier, ich will auf dem Mond tanzen. Moon Dancer. Sehr geile Effekte auf jeden Fall für Super Nintendo Zeiten, wie das Gatter da hochkam und wir haben unsere Peitsche auf voller Länge. Können sie auch seit diesem Titel hier so ein bisschen rumschwingen. War doch gerade noch ein Skelett. Sehr coole Musik auch. Hundertprozentig wieder mal. Also Konami sowie Capcom und ähnliche waren was Soundtracks betrifft damals ziemlich gut gewesen. So. Mal gucken, wie gut oder schlecht wir uns diesmal beim Spielen anstellen. Ich hoffe natürlich besser als bei vorherigen Titeln, wo wir meines Erachtens nach ganz so cool drauf waren. So, da können wir jetzt durch. Und wir können sogar schräg nach oben schlagen, beziehungsweise gerade nach oben schlagen. Nein, nein, nein. Oh, das war dumm. Gerade durchgegangen, als die Fledermaus kam, aber ich habe die ein bisschen spät entdeckt. Ha, du! Miese kleine Fledermaus. Da oben die Augen am Leuchten. Beziehungsweise blinken. Yeah! Holy Cross! Für mich eine der besten Sekundärwaffen, die es gibt. Oder die beste Sekundärwaffe, die es gibt. Und in den Mauern, wie wir gerade sehen konnten, finden wir auch zwischendurch ein bisschen Potroast. So war das zumindest bei Castlevania immer angesiedelt gewesen. Mit Energie finden. Es ist eher selten, dass man hier Kerzen kaputt haut und da was findet. So, jetzt sind wir mal eben kurz unverwundbar. Boah. Super schnelle Fledermaus gerade. Gehen wir wieder runter.
Nein! Warum bin ich nur... Warum bin ich nur auf die Kerze zugesprungen? Jetzt haben wir oben, wie man sehen kann, das Power-Wurf besser. Nicht unbedingt mein Favorite. Dann nehme ich lieber Holy Water oder so, aber... Naja, es ist besser als die Uhr zum Zeitanhalten. Und wir haben mit dieser Peitsche in diesem Spiel sogar noch weitere Funktionen, denn sie erweitert unser Abenteuer, indem wir beispielsweise schwingen können und dadurch an sonst unerreichbare Stellen kommen. Was bist du? Oh, Knüppelman! Was? Komm her, zeig! Ich bin mit dir. Bisher läuft es auf jeden Fall ganz gut. Sollte ich nur nicht zu laut sagen, sonst wird es vermisst. Oh. Und wieder kurz. Oh, warte mal, was haben wir da denn? Aha. Multiplikator. Ihr könnt mich gar nicht. Oh, das reicht. Yeah. Da haben wir zum Beispiel Holy Water. Was bist du? Was willst du von mir? Weg mit dir. Ich habe ein bisschen Angst. Was? Was die Kerzen betrifft, nicht, dass wir gleich wieder irgendwie was Unsinniges bekommen. Zack. Uah. Boah, miese Pferdeköpfe da. Hier fliegen einfach mal abgeschnittene Pferdeköpfe durch die Gegend. Das ist schon ein Horrorszenario für den einen oder anderen. Ja, Kerzen. Boah, haben wir doch getroffen. Wie mies, darf man hier springen? Es gibt so manche Plattformen, die drehen sich, wenn man da drauf landet. Ah nein, ich habe die Uhr eingesammelt. Ja, ich glaube hier, diese Plattformen sind es. Ja. Natürlich meistens in Verbindung mit Level-Passagen. Boah. Wo Medusa-Köpfe durch die Gegend fliegen. Da gibt es wieder ein bisschen Chicken für uns. So, ein Messer haben wir jetzt wieder. Fühlt auf jeden Fall besser als die Uhr. Zack. 94 Herzen haben wir bereits. Also, wir können eigentlich ziemlich gut Power-Ups gerade benutzen. Da können wir so nichts wegschlagen. Na, das haut nicht hin. Okay, das hat gereicht. Chicken! Oh, Bossgegner, oder? Ja. Wow. Aber da wir ja hier schön... Wow, was war das denn? Du Mieser! Wow. Schluss noch einmal eben mit unserer Peitsche. Oh, ja. Sehr schön, erste Level geschafft. Das ohne einmal kaputt zu gehen, das ist natürlich super. Da haben wir einmal eben die Kartenübersicht, so wie sie bei Castlevania schon immer verankert gewesen ist. Dann sind wir nach links, dann sind wir da oben, dann über die Brücken und dann da oben drüber. Und das Wasser runter. Das Wasser runter wird jetzt unser nächster Weg sein, denn oben die Fledermaus, das wird ein Boss gewesen sein. Was ist... Gott, ich dachte gerade, wer greift denn da nach uns? Buschmann! Zu näher! Spinne! Yeah! Komm her, Loudman!
Nein! Boah! Die kleinen Spinnen können wir nicht einfach so kaputt hauen. Oder weshalb haben wir die jetzt nicht getroffen? Das habe ich nicht verstanden. So. Da können wir nichts kaputt machen? Vielleicht hier? Nee. Wegen dem Grün dahinter. Ich glaube, wir sollten nicht in die Stacheln fallen. Das sieht nach Instant Dank aus. Boah! Dieser kleiner. Ich weiß nicht. Dich humanoid verhaltenes Stachelschwein? Keine Ahnung, was das sein soll. Ist ja auch egal. Sollen ja Horrorfiguren darstellen. Von daher. Miniatur-Laufigel. Gedöns. Schon 30 Herzen. Das ist richtig. So. Ein Glück, dass das kein Todesabgrund war. In die Versenkung sozusagen. Ah, das weiß ich nicht, ob ich das ausprobieren soll, da vorne hinzukommen. Oh! Verdammt! Ja, halt mich noch fest! Ob das nicht schlimm genug ist, dass ich da gerade in den Tod gesprungen bin. Bist ja auch noch von den Händen festgehalten. Du miese Spinne! Nein, nein! Oh, Laubman! Oh, Spinne! Hör auf, nach dem Geld zu greifen! Hau nicht nach mir! Cool, die hat uns nicht getroffen. Warum auch immer. So. Weiteres Peitschen-Power-Up. Das war gerade echt blöd gewesen, mit da runterspringen. Zu unnötig. So. 28 haben wir bereits. Ja. Chicken. Da habe ich gerade gesehen, wieder Stacheln unten. Das ist ein Laubmann. Oh, was bist du denn? Matsch. Ah, weg. Ha, die haben da voll die Rotznase. Boah, du. Nee, du überraschst uns nicht von denen. Was ist das für ein Treibsand hier? Das war klar. Mir sowieso angewöhnt, fast immer irgendwie sporadisch in der Luft mit der Peitsche zu hauen, weil sich ganz plötzlich irgendwas hier bewegt und dann ist das ein Gegner. Gut. Ein Glück, dass wir die Uhr jetzt nicht bekommen haben. So, darüber, darüber. Was war das denn gerade? Frösche? Ja. Hallo? Ihr kleinen Frösche. Boah! Die machen ja gut Schaden, wa? Ja, komm her, Birdie. Boah. Nein, ich wollte das Herz hinhaben. Boah, okay. Da dürfen wir rein. Boah! Gut, jetzt brauchen wir langsam mal einen Pot Roast oder so. Komm her. Genau. Ja, sehr schön. Pot Roast drinnen. Wir haben unser Holy Cross. So. Vogel bei so einer Plattform in der Nähe. Das ist nicht so gut. Die schubsen doch. So, gut. Ja, sag bloß nicht wieder das Messer einsammeln. Sonst hat es nämlich auch nichts gebracht, dass wir uns das Holy Cross geholt haben. Dankeschön. Pipatz. Juhu. Patz. Jawohl. Oh. Nein, nein, nein. Naja. Wir spielen immer einen schönen Langpeitschen-Golf hier. Oh, wer ist der Boss? Boah, Medusa!
So. Wow. Das war auch nur so einfach wegen dem Holy Cross. Okay, war wohl scheinbar nur ein Zwischenboss. Und wir haben wieder unser Power-Up. Nein! Och Gott! So, wie wir da oben wieder die Waffe wechseln, ist das auch wieder weg. Und das haben wir getan, indem wir die Axt bekommen haben. Was seid ihr eigentlich für komische Dinger? Also, Fledermaus, Rattenkaninchen, keine Ahnung was, Dinger. Ich denke mal hier, diese orangenen Stacheln, die wir hier sehen, die sind mit Sicherheit nicht nur Deko. Oh, hier vorne auch. Ich denke mal, die sollten wir nicht berühren. Ich weiß, das ist unbedingt auch instant tot. Wobei, bei den Stacheln auf dem Boden könnte ich es mir gut vorstellen. Ha! Was ist das denn? Ihr eiskaltes Händchen, was da durchgeht? Ja, Holy Cross! So. Ja, so wie es aussieht, sind wir nicht. Wow! Okay. Sind wir nicht in jedem Konami-Spiel ganz so schlecht. Zack, schön einen mitgegeben. Dem auch. Juhu. Tja, du kommst nicht ungeschlagen davon. Du miese kleine Fledermaus. Oh, das war's schon. Stage 3. Wir sind jetzt von da unten. Hoch, dort entlang und dort hoch. Okay, da sollen wir jetzt hin. Das ist der Rest des... Oh, ist das Säure? Wir probieren es einmal aus. Nee, cool, Wasser. Ja, bei diesen Tropfen in den Tropfsteinhöhlen, da kann man bei Castlevania an sich leicht davon ausgehen, dass es auch Säure ist. Wie bei den meisten Spielen. Irgendwie welche. Das ist auch mal eine nette Evolutionsform. Vermehrung durch Peitschenhiebe. Ja, wodurch entwickelt sich diese Spezies weiter oder vermehrt es? Ja, durch SM ist doch klar. So. Boah, nicht in die Stachel. Spiel. Das hier sieht auch lustig aus, wo wir draufstehen. Als wären das Quallen mit Nasen. Boah, das war knapp hier. Aber unser Holy Cross hat sein... Nein! Verdammte Axt! Ja, es ist auch eine Axt. Unser Holy Cross, wollte ich gerade sagen, hat sein Soll erfüllt und gut getroffen. Und daraufhin haben wir uns... Oh, cool! Daraufhin haben wir uns eine blöde Axt eingesammelt. Tja. Oh, wieder ein Holy Cross. Sehr schön. Da gehen wir unter durch. Schönes Fledermaus-Limbo hier. Ja, Pott raus. Gibt's hier noch was? Nee. Schade, er kommt da in die Lücke rein, aber mehr gibt's auch nicht. Kein Eingang oder sonst irgendwie was. Du bist ja schon wieder da. Bist du da wieder gespawnt? So, jetzt kriegst du auf den Sack. Oh, oh, oh. Ah. Holy Water? Nee. Das brauchen wir nicht. Kein Weihwasser. Wir sind Kreuzwerfer. Wir haben unser Kreuz zu tragen. Also von daher... Sehr schön. Die Peitsche, die wir dabei haben, im Übrigen der Vampire Slayer genannt. Nur mal eben so als kleiner Fact am... Oh, was ist das? Okay, die fallen runter. So, als kleiner Fact am Rande.
Das ist natürlich auch super. Ich weiß nicht, wen wir spielen, aber weiß, dass die Waffe Vampire Slayer heißt. Also Vampirtöter. Boah, was hat denn uns da jetzt? Waren das noch so Überbleibsel von dem Stein, oder was? Zack. So, weiter. Sehr cool. Oh oh. Ist das hier noch Level, oder? Oh, die fallen ja. Pflanze. Ich glaube. So. Da wollte ich mich nicht mit aufhalten. So. Dem einen mitgegeben. Oh, waren sogar zwei Pflanzen, was? So. Darüber. Zack und zack. Yeah. Aufpassen. Nicht einfach so irgendwelche Kerzen kaputt hauen. Wir wollen das Kreuz behalten. Und. Jawohl. Das ist immer blöd. Diese Plattformen sind so klein und wir kriegen natürlich immer so einen Damage-Boost. Bedeutet, wenn wir getroffen werden, haben wir das Problem, dass wir zurückgestoßen werden. Und dadurch natürlich ins Loch runtergeschleudert werden würden. Das wäre nicht ganz so vorteilhaft. Deswegen immer schön gucken, Augen offen halten, Leute kaputt hauen. 98 Herzen haben wir bereits. Also wir haben gut was zum Angreifen. So. Das können wir da auch dran verlängern. So. Machen wir den schon mal kaputt. Ja. Jo. Das geht nämlich auch von unten. Was haben wir dort? Messer wollen wir gar nicht haben. Oh. Fast zu weit. So. Da. Oh, knapp. Nein. Wir haben genug Herzen. Wir müssen kein Risiko eingehen. Ich habe bei sowas immer viel zu viel Muffel, dass wir da runterfallen. Boah, das war knapp. Fledermaus. Das eine Herzchen, das holen wir da jetzt auch nicht. Da oben ist wieder einer. Immer schön aufpassen. Busch weg. Da sind noch mehr Herzen. 99 können wir haben, mehr wohl nicht. Können wir das... Können wir das eigentlich kaputt machen damit? Sieht nicht so aus. Nö. Und rüber und hoch. Ich glaube, wir müssen da nicht lang. Und wer weiß, was da drin ist. Nee, müssen wir hoch. Mag's gar nicht ausprobieren, was da drin ist. Wahrscheinlich wird's uns wieder das Kreuz nehmen. Oh Gott, wo sind wir hier? Boah, Fischmenschen. Weg mit euch. Was? Was? Gott, oh Gott. Oh! Oh nee, was soll das? Oh. Fliegende Augen? Oh oh. Boah, das war ja wohl mies. Wir haben mit der Peitsche geschlagen und trotzdem nicht getroffen. Ein bisschen Chicken oder so wäre jetzt nicht schlecht. Will nur mal anmerken. Da kommen wir nicht mehr hoch. Außer natürlich, wir würden jetzt von... Ach nee, wir können da nicht mehr rüberspringen. Ah, der ist mir... Geht das? Kommt das wieder? Ja. Das Chicken! Nein! Oh, jetzt ist es weg. Nein, nicht einsammeln. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt gleich unser Ende ist. Okay, der ist weg. Upp. Oh oh. Och, Büsche. Warum wächst hier so ein Kram? Nein. Oh oh. Ah. Dumm. Ja. Aber im Endeffekt, wir wollen das Spiel auch nicht durchspielen. Ich habe es euch jetzt bis hierhin gezeigt. Meines Erachtens nach ein sehr gutes Spiel. Sehr cooler Castlevania-Titel. Und, naja, ich kenne so ziemlich keinen wirklichen Castlevania-Titel, der irgendwie schlecht war. Also für mich jetzt persönlich. Auslegungssache gibt es da natürlich immer.
Castlevania 2 soll nicht ganz so gut sein. Aber dieser Titel hier auf jeden Fall sehr gut spielbar, sehr geil. Wir haben hier die Möglichkeit, wenn wir sterben, wenn wir Game Over gehen, können wir halt ein Passwort eingeben und kommen dann wieder an die Stelle zurück. Das bedeutet, es ist nicht ganz so schlimm, wie bei manch anderen normalen Spielen oder sowas. Also probiert es ruhig aus. Ich danke an dieser Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.